So, bin wieder da. Nächster Part. Und Harry fällt. Und er schreit wie am Spieß, wie ein Mädchen. Alle anderen haben nicht geschrien. So, 17. Part. Ich habe jetzt hier vielleicht ein bisschen ungünstig gecuttet, aber von der Zeit ging es nicht mehr hinaus. Oh. Ich drehe mich. Ich bin Harry Potter. Ausraster, Harry. So, also wir sind jetzt gerade mitten in im Finale von Harry Potter. Wir müssen die ekelhaften Tentakelmonster besiegen. Und Ron und Hermine befreien. Und erstmal richtig ausrasten. Wir sind, haben gerade den Hund noch besiegen können im letzten Part. Und, ich höre gerade meine eigene Stimme kaum vor dem ganzen Incendio. Getue. Ja, wir haben den Hund noch im letzten Part besiegt. Den musste man dann einschläfern. Also einschlafen lassen, nicht einschläfern. Das wäre brutal. Es ist alles ekelhaft, Tentakelzeug. Überall an der Wand. Das war knapp, Harry. Hier entlang, Harry. Ja, die wissen natürlich genau, wo es lang geht. Also, wir haben jetzt gerade gegen die Teufelsschlinge gekämpft und jetzt kommen die fliegenden Schlüssel. Überhaupt nicht groß der Raum. Es ist Zeit, dein Quidditch-Wissen in die Praxis umzusetzen. Hoch. Huch. So, wie geht denn's? Okay. Schon wieder die ganze Flugsteuerung vergessen. Ja, wo ist denn der? Ah, da ist er. So, wie lange wird das wohl dauern? Oh, der ist wesentlich schwieriger als der Schnatz, denke ich. Apropos Schnatz. Ich werde wahrscheinlich... Es gibt ja auch noch ein Quidditch-Turnier. Also das kann man hier so nebensächlich machen. Da habe ich vorhin nachgeschaut. Und, da kann man auch mal gegen jedes Haus spielen. Und das mache ich dann auch. Also was wahrscheinlich nicht so lange dauern wird. Es wird wahrscheinlich ein Part oder so beanspruchen. Außer ich stelle mich wirklich dumm an. Das wäre aber dann echt eine Zumutung für euch. Wenn ich das dann hochladen würde. Jetzt fang endlich dieses behinderte Ding. Yeah, wow. Der Schlüssel schwellt an. Harry fliegt gegen die Wand. Jetzt ist er gestorben. Aha! Ja, weil ich den Schlüssel in der Hand halte, geht die Tür automatisch auf. Hallo? Wartet auf mich, Leute. Ja, man hat mich zurückgelassen, einsam und allein. Ja, natürlich, die sind schon wieder... Voll im... Die haben schon losgelegt. Weil ich meine, wir sind ja keine Freunde oder so, weil, ja. In den Abgrund kann ich mich nicht stürzen, wie schade. Hätte Harry gut getan. Oh Ron, bist du okay? Ich habe die meisten der Figuren besiegt, aber ich bin verletzt. Oh. Jetzt musst du weitermachen, Harry. Oh. Hm. Harry, sei vorsichtig und geh den Figuren aus dem Weg. Sie bewegen sich irgendwann alle ein Feld nach vorne. Du musst die Figuren dazu bringen, dass sie sich gegenseitig bekämpfen, um sicher an ihnen vorbeizugelangen. Stell dich auf das Brett, um mit dem Spiel zu beginnen, Harry. Sei bitte vorsichtig. Dam, da, dam, dam. Ich will dahin. Nein! Ich wollte dahin. Ah, weil sich die Schachfiguren auch gegenseitig zerstören. Also, dass dann beide gleichzeitig kaputt gehen. Ja, und wie genau geht das? Das ist kein normales Schach, denke ich. Ah, ich hab's gerade nicht gepeilt. Wie ging denn das nochmal? Hierhin. Ah, jetzt kloppen die sich.
ich hier hingehe? Ah, dann bin ich tot. Wund. Ach du Scheiße. So, jetzt kann ich mir den ganzen Scheiß nochmal anhören. Bla 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 bla. Der hat sich sicherlich in die Hose uriniert, so wie die ausschaut. Und Termine mit ihren. Das ist irgendwie diskriminierend, was Hermine für Klamotten anhat. Um sicher an ihnen vorbeizugelangen. Stell dich auf das Brett, um mit dem Spiel zu beginnen, Harry. Sei bitte vorsichtig. Alle Schülerinnen in Hogwarts, die wo ich bisher gesehen habe, haben immer so einheitliche Röcke angehabt. Und dann auch so ein, keine Ahnung, so ein Polunder-Oberteil. Und die mit ihrer Strickjacke und ihrem, keine Ahnung, Aprikosen. Das ist Aprikose, wenn sie vergammelt ist, vielleicht. Aber ist auch relativ egal. Also ich soll den Figuren aus dem Weg gehen. Funktioniert das? Ah, schon gecheckt. Man muss die dazu bringen, dass sie auf ein Feld gleichzeitig wollen, um an mich ranzukommen. Also... ich bin darin schlecht zu erklären. Ich bin schlecht darin, etwas zu erklären. So, vielleicht sollte ich dann in diesem Tempo sprechen, damit man mich verstehen kann. So, und jetzt habe ich Scheiße am Stecken. Was mache ich denn jetzt? Hier hin. Ha! Ich hab's geschafft! I'm the best. Ja. Los jetzt! Los jetzt! Los! Das Finale. Panik. Dramatische Musik. Da oben ist schon ein Speicherbuch. Welches wir schnell nehmen. Oh, jetzt habe ich nicht hingeschaut. Verdammt. Toll. Wie aufmerksam ich bin. Ich habe jetzt gerade das schwarze Feuer hinten betrachtet. Und hier das Gaylight. Ich werde euch jetzt mal demonstrieren, wenn jetzt schon die Gelegenheit da ist, wie es ausschaut, wenn Harry einen falschen Trank trinkt. Den würde ich nicht wählen, aber vielleicht täusche ich mich. Das ist so dumm. Ne Bröstchen. Jetzt rennt sie hin. Wie sie sich hingeschmissen hat. Das ist ja noch behinderter als in meiner Erinnerung. Ha! So, dann passe ich jetzt auf und faile diesmal hoffentlich nicht. Harry hört immer nur seinen Namen. Harry. Harry. So. Hätte ich beinahe wieder nicht hingeschaut. Ah, jetzt weiß ich's. So. Ich habe das Problem. Immer wenn ich so eine Aufgabe machen muss, kriege ich da starke Bedürfnis zu zwinkern. Der hier. Hokus Pokus. Nimm die Flasche halt einfach, du Vollhorst. Jetzt ist es sogar noch schneller. So, bitte lass das jetzt die richtige sein. Ich habe jetzt einmal gezwinkert. Du bist verwirrend, lass mich in Ruhe.
Endlich wieder zwinkern. Hermine lenkt mehr ab als alle anderen Sachen hier. Alter, wenn es den Drang dahinter anzaubert. Noch einmal. Ja, du bist lächerlich. Bloß weil du hier Mrs. Kürbisgehirn bist. Gut gemacht, Harry. Ah. Den richtigen ausgewählt. Und jetzt verreckt er trotzdem dran. Ja, das Feuer hört auf. Das ist überhaupt nicht buchgetreu. Im Buch trinkt jeder auch noch was. Die süffigen Schüler. Die süffigen. Was ist jetzt mit dem Rest? Ich sterbe. Ich springe über das Feuer. Das war jetzt gemacht, wenn ich durchgegangen wäre? Nee. Natürlich nicht. Ah. Ich habe Harrys Fußgetrappel gerade zweimal gehört. Also zweimal schnell hintereinander. Merkwürdig. Soundbug. Die bedrohliche Kleidung in lila. Wer könnte das sein? Sicher nicht mein Nachbar. So. Welcher Mensch auch immer darüber kommt. So. Ich bin der Sultan. Ich bin es. Furchtsame, dottende Sultan. Der Sprachfehlermann. Niemals wirst du mich töten. Junge, du bist doch dumm. Oder? Hä? Hat man dir ins Hirn gekackt? So, also ich muss hier anscheinend jetzt die Blöcke... Nein! Ha, daneben! So ein Spaten. Oh nein. Der Einzige, der hier Blöcke verschiebt, bin ich. Das ist Patent drauf. Harry hat Blockpatent. So, schnell. Nein, nein, nein. Mein Flipendo ist stärker. Das ist übrigens sowas von dumm. Quirrell feuert gleichzeitig Todesflüche ab und Flipendo. Flipendo, der harmloseste Zauber, den man sich irgendwie einfallen lassen kann. Du kriegst mich nicht. Oder doch? Hier schießt er gleich wieder einen Todesfluch. Nein. Mein Flipendo ist verdammt nochmal stärker. Okay. Okay. Der Mann hat nicht nur einen Sprachfehler, sondern auch noch, ach, doch nicht. Sondern auch noch eine Sehschwäche. Der vorige Zauber war sowas von daneben. Nein! Bist du dumm? Bist du dumm? Bist du dumm? Krieg ich so einen Hals. Hihi, daneben. Na? Gegen so einen Block kannst du nichts ausrichten, hä? Dann nützt dir dein... Willst du mich verarschen, ne? Ach nee. Ich dachte gerade, der steckt hier zwischen den beiden Teilen hier fest. Ja, da hilft dir dein Turban auch nichts mehr, hä? Hihi. Der macht natürlich gar nichts. Attacke! Du nicht so einfach davon. Ja! Oder geht... Ja, genau.